Lieber Michel, das ist eine Aufnahme, die ist für dich. Wir spielen jetzt nämlich ein bisschen Forts. Jeder andere kann abschalten, das ist nur für Michel, damit er sich dieses Spiel kauft. Ne? Also Grüße gehen raus, wir spielen natürlich ein Ranked. Mein Rang ist relativ hoch, 355. Als ich angefangen habe, war bei 10.000 circa. Aber ich hoffe, wir kriegen nicht zu starke Gegner. Es geht los. Oh Digga, mach doch bereit jetzt. Das Spielprinzip. Jeder baut seine eigene Burg. Ich hasse diese Map. Können wir nicht einfach eine andere Map spielen? Digga. Ja, die Map ist shit. I fucking hate this map. It's pure trash. Unbelievable. Die ist halt wirklich einfach nur trash, Digga. Die ist so trash, die Map. Ich komme gar nicht drauf klar. Also, du hast generell, wie du siehst, unten rechts Ressourcen, mit denen du spielen musst. Das sind die und die. Oh, Digga, hasse ich diese Map. Ohne Witz. Ich habe keinen Gameplan für diese Map. Ist unnormal. Weil du halt nicht an deine scheiß Ressourcen vom Start an rankommst. Finde ich unnormal nervig, Digga. Unnormal nervig. Da ist mein Gegner. Ja. Am Anfang des Spiels ist es erstmal viel Economy-lastig, ne? Später kommst du dann dazu, dich den ganzen Tag abzuschießen. Aber am Anfang ist es sehr Economy-lastig. So. Ne, das sind meine Windräder, die produzieren Energie. Das sind meine Minen, die produzieren Ressourcen. Das ist stupid. Dann gibt es die Technologie. Damit schaltet man die Waffen frei und kann dementsprechend Waffen bauen. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich hier gerne spielen möchte. Aber ich glaube, ich gehe für Raketen en masse. Weil ich ein Arsch bin. That's about it. Weil die Taktik ist, die ist halt wirklich... Die ist so gemein, Digga. Also komme ich gar nicht drauf klar, wie gemein die ist. So, ich baue hier die ganze Zeit mein Metall, by the way, ab, weil ich einen Charakter habe, der mir 100% der Ressourcen zurückerstattet und damit kann ich mir dann schneller Technologie leisten. Ist natürlich gefährlich, weil Metall, wie du dir vorstellen kannst, stärker schützt als Holz. Digga, das hier ist kompletter Int, was das angeht. Bin ich early? Das war stupid. Das sind Hintergrundverstrebungen und das sind Holzverstrebungen. Da kann man durchschießen, durch die Holzverstrebungen nicht, aber da kommt natürlich auch keine Luft durch, deswegen muss ich das jetzt mal eben wegmachen. So. Das ist gleich fertig. Das heißt, wir können gleich ganz entspannt unsere Raketen anfangen. 200, 2000, ne? Da brauche ich noch ein bisschen. Aber ja, das wird so unser Gameplan hier werden. Dazu brauchen wir noch dich. Dann müssen wir gucken. Du musst halt auch die ganze Zeit gleichzeitig auf Stabilität deines Forts hier achten. Auf der Map kann ich dir das nicht so gut zeigen, weil die Map einfach shit ist. Aber generell so ein bisschen Crossbracen, so. So, das ist ready. Upgrade, Upgrade, komm schon. Ich habe zu wenig Ressourcen, Ressourcen. I need them resources. So, jetzt baue ich hier noch Verstrebung vor, dass er nicht sieht, was ich da baue. So, und dann müssen wir mal hier unten noch ein bisschen ausweiten. Fragt sich, wie ich das anstelle. Weil das hier so geintet wurde. So komplett. So. Los, los, los. Weiter, weiter, weiter. Mehr. Zieh das da jetzt hoch. Der, wie gesagt, ich hätte mir gerne eine andere Map gewünscht. Aber jetzt ist es die hier geworden. Ist dann halt jetzt so. Ist dann halt jetzt so. Machst du, kannst du machen nix. 205, komm, 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 Gas. Dann werden wir den gleich mal abtesten, was der denn so hat. Siehst du, easy. Da oben ist noch. So, der hat halt viel Verteidigung gegen meine Raketen gebaut, weil er mich kommen sehen hat.
Aber das wird ihm leider auch nicht viel helfen. So, reparieren zwischendurch immer wichtig. Und dann zerstören wir doch mal seine Abwehrhaltung. Digga, was ist das denn? So, und jetzt ruf auf die. Upgraden den Lachs. Wo steht der letzte? Da. Und da drüber. So, dann da oben nochmal rein. Und Feuer. Ja, ne, und dann beballerst du den Gegner den ganzen lieben Tochlang. Eigentlich relativ simpel. Ne? Ja, weiß nicht, was ich noch erklären soll, ne? Der hat jetzt hier ziemlich gelitten. Ich habe leider nicht so viel Energie, ich muss hier mal ein bisschen wieder reparieren. Mir fehlt tatsächlich einfach the energy, man. I'm lacking of energy. Weil Waffen brauchen Energie zum Schießen. Boah, Digga, das ist ultimativ anstrengend, dieses Spiel. Das glaubst du gar nicht. So, wir lunzen da immer noch mal ein bisschen rein, aber generell wollen wir gerade erstmal Energie aufbauen. So, und dann kombinieren wir dich und dich, dass ihr alle auf einmal schießt, schön darauf. Der kam, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Bin ich early. Aber ansonsten sieht das hier ganz gut aus, denke ich. Muss ein bisschen tiefer schießen. So ungefähr. So, und dann schneiden wir den doch einfach mal von seiner Energieversorgung ab. Aber noch ein bisschen tiefer geht's eigentlich. So, Energie ist jetzt vollkommen da. Das ist nice. Das ist nicht so nice. Oh, da haben wir übel verloren. Ah, shit, Digga. Oh, huh, GG. Das ist halt das Gefährliche an der Strategie. Puh, boah, Digga, Adrenalin rasch pur. Rausch. Brr. Ich bin komplett durch den Wind, Digga. Das ist das Gefährliche an der Strategie, wenn du die Strategie fährst, dass du halt eben wenig Def bist, aber das liegt auch an der Map. Auf anderen Maps hätte ich defensiver gebaut. Und ich habe ihm genug Zeit gegeben, seine schwerere Waffe fertigzustellen, mit der er mich natürlich unnormal wegpusten kann, wenn ich nicht drauf aufpasse. Aber ja, hat übelst Bock gemacht. Ich glaube, ich nehme direkt noch eine zweite Folge auf und gucke, ob es besser wird. Wenn nicht, dann kommt die hier, Fricke. Aber naja, ich glaube, du hast jetzt Bock aufs Spiel.